Okay, gut. Herzlich hier willkommen zu Dragon's Prophet. Man sieht vielleicht ja eine kleine Änderung, dass ich vielleicht nicht mal mit meinem Agatha hier stehe, sondern mit Argatus. Sehr einfallsreich. das hat einen folgenden Grund. Ich hatte ja eine Kriegerklasse. Das ist ja jetzt eine, tja, keine Ahnung. Schon wieder vergessen. kann ich das in meinen Charakter einsehen? Nein. Das ist jetzt peinlich. Wie lange du das sagst. Ja, ich glaube, wir dabei. Tom ist auch wieder mit am Start. Vielleicht genau. Kennen wir den noch aus anderen Spielen dabei. Auf sagen und schreibe schon ein. So, der folgende Grund ist natürlich, Zusammenspielen macht tausendmal mehr Spaß. Und der andere Grund war ja mit dem anderen Charakter ist, dass da die Hälfte flöten ging durch diversen Abstürze. Das haben die Entwickler ja zum Glück halbwegs gefixt. Und wie gesagt, so weit waren wir ja zum Glück noch nicht. Wir waren in Level 12. Das, ich denke mal, zu zweit sind wir das wieder ganz schnell drinne. Und das ist jetzt die Frage an Tom. Womit fangen wir an? Gleich mit mit Hauptstory oder irgendwas? Wir machen alle Questiosen, die gehen ja relativ schnell. Ja, die meisten. So. Ich kann dir mal die Chance-Quest zeigen. Das werden vielleicht die anderen noch wissen aus der zweiten, dritten Folge. Ich hab das nicht gebacken bekommen. Aber wir können das mal alles annehmen. Wir können das mal alles an. Genau. Genau. Dann machen wir ein paar Monster platt. Genau. Mobs, ist ja egal. What was that again? Und dann sehen wir weiter, was uns das Spiel noch so offen hält. Auf jeden Fall. Wie gesagt, released ist es ja erst vor kurzem, aber spielbar war es ja jetzt schon eine ganze Weile, schon seit März, April des Jahres. War ja Open Beta, ich verwechsel das immer. Da habe ich das schon gespielt, aber ich habe gewartet, ich spiele lieber, wie gesagt, ein fertiges Spiel, als wie wenn ich mich in der Open Beta schon ein Bild davon mache und sage, nee, ist nichts für mich. Ist ja noch nicht fertig, jetzt ist es wenigstens halbwegs fertig. So, Hauptstories habe ich schon in den vorigen Folgen vorgelesen halbwegs. Das können wir ja dann später nochmal mehr eingehen. Achso, hier muss ich hier meinen Ortswechselpunkt registrieren. Ich will nichts sagen, aber bei mir leckst du ein bisschen beim Sprechen. Ich lecke? Lol. Das ist schlecht. Okay, na. Ortswechsel registrieren. Bestätigen. Geht's wieder. Na, ja, wird Zeit, dass ich. Hallo? Hallo, Attacker. Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Ich rede ja mit den Leuten. Salutations. Ne? Keep your guard up. Oh, ich auch. Hm. Oh. Gruppe, genau. Level 6 nach dem Tutorial. Das wollte ich jetzt eh nicht nochmal zeigen. Ist ja dasselbe wie den ersten. Aber du leckst richtig extrem. Echt scheiße. Beim Sprechen. Das ist schlecht. Haben wir schon extra TS genommen. Das ist. Ich merk's aber auch im Spiel. Das spielt leicht verzögert. Die Frage ist jetzt aber nur, warum? Okay. Oh, 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 oh. Das ist ganz schön verzögert. So, Taffy zähmt schon mal einen Drachen hier. Wenn ich meinen Buff hier aktivieren. Zack. Die Drachenzauberstärke durchfließt euch und verringert den Schaden durch Monster um 5%. Nice. Quest-Item. Das müssen wir hier aufsammeln. So. Den muss ich ja auch hier. Oh. Willst du auch 10? Okay, so. Ich wollte, aber der hat nachgegeben. Da ist noch ein Exemplar. Da gibt's ganz viele. Komm her. Falsch, Sandy. Komm. So, dann muss man das jetzt hier mit die Pfeiltasten steuern. Oh Gott. Komm, bleib. Da muss im Kreis bleiben. Nein. Das wird nicht. Das ist so ein Cowboy-Hut, weißt du? Der sieht richtig gut aus. Rodeo reiten. Das wird nicht. Oh, doch, ich hab'n.
Null Problemo erlöst, gelöst. Okay, weiter geht's. So, okay. Machen wir hier diesen Quatsch hier weg, bla 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 bla. Was ist denn das? Beschützen bei verringert zusätzlichen erlittenen Schaden, die Höhe der Reduzierung wird von eurer Intelligenz und Drachenmacht beeinflusst. Ist ja der Wahnsinn. Okay. Kommst du? Ja, ja, ich. Wo bist denn du? Ach, da. Oder? Doch, ja. Alt F1. Genau. Gut. Ach, ich nehme einfach mit. Ach so. Oh, ich nehme das Würfeln an. Hm. Aufgeben. Kann man das einstellen? Das weiß ich nicht genau. Drück mal F. Ach, ich trau mich gar nicht, was zu drücken. Ah, ja, okay. Plünderart. So, so sieht mein Charakter aus. Mal kurz zeigen. Damn, damn, damn. Und Toffi ist eine Magierin. Magierin? Rin. Ja. Weil ich kein Mage spiele. Wie in jedem MMO, wenn man so will. Aha. Du geiler Bock, du. Als männlich, als männlichen Vibe spielen. Das kann also ich will keinen männlichen Charakter auf den Arsch gucken, welchen Kerl bin. Deswegen, halte ich meine, dreh ich meine Kamera nonstop. Alter, sind ja schon tot. Hallo, Damage-Dealer. Oh, der macht falsch. Auch ordentlich Damage. Du hast echt, dass ich die Klasse vergessen habe. Mystiker? Nee, nicht Mystiker. Sag einfach Sensentyp. Sensentyp. Steht das hier nicht irgendwo? Müsste doch bei Skills stehen, oder? Ja. Nö. Kann ich hier vielleicht was einsehen? Nö. Alter, du bist so schnell. Mage Power. ich habe auch einen Skill, der ist hier. N. Ach, der ist schon tot. Alter, hör auf. Zu boxen. Drachensplitter müssen wir uns mal später kümmern. Ah, das kommt alles mit der Zeit. Es ist sowas wie, Vorsicht, Spoiler, Iron Mana Steine. Naja, klar, Verstärkungssteine für Rüstung kriegen ja später auch Slots oder sowas, aber ab. Okay, muss ich jetzt noch finden oder? Nö, laut Minimap nicht mehr. Okay. Durchsucht die mal noch. Okay, gut. Oh, Zombie! Oh, nicht mal kommen. Wenn die sind gleich mich mal einsammeln. Oh, das gibt's doch nicht. Wenn die so grün leuchten, dann. Level 8. Yeah. Oh, die hab ich auch nicht mehr. Doch? Nee, doch nicht. Ach, keine Ahnung. Ich. Doch, bei mir war noch ein Quest-Item drinne. Okay, gut. Weil ich bin damit schon fertig. Oh, du hast so viel getötet, da ist die eine andere schon verschwunden. Weil die verschwinden echt ziemlich schnell. So, die reglosen Zombies, genau, durchsuchen. Einen von vier Hammer. Hier ist auch einer. Nö, das ist ja, glaube ich. Nö, scheiße. Ja. Also, ich habe jetzt mal bekommen. Nee, ich nicht. Der ist dann weggespawnt. Ich habe jetzt 2 von 4. Ich habe 1. Okay, komm mit. Okay, gut, mach das erstmal. Ich fange erstmal Streit an, ja. Erstmal pures draufgekloppe. So. Mach mal die Füße brennen. Ja. Okay, was hast du hier? Magieschaden, meins. Okay, ich sollte ja mitkommen. Okay. Mit töten. Hält die Ratten? Ah, die vergiften. Achso. Oh.
Weil der Mensch ist einfach nur übelst krank, die greift alles an. Macht die viel, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Flächenschaden? AOEs. AOEs, genau, AOEs. Die hat einige AOE-Skills, aber auch einige mit, ganz normalen halt. Komm grad nicht drauf. Na, ganz normale halt, für einzelne Mobs. Ja, der Gast ist so speziell nah. Komm grad nicht drauf. Wie viele Zombies hast du? Nur noch einen. Und dann, was machst du denn? So, 2 von 4. Okay, hier ist nämlich noch einer. Mache ich jetzt? Na, no, ich hier hinten. Mal gucken, wie ich so einen Zombie-Down kriege, aber... Der Krieger war extrem krass, aber die Sense geht auch flott voran. So, das ist mein dritter. Zack. Okay. Damit? Was? Okay. Na komm, auf. Liegen Zweier. Mhm. Mach den Zombie weg, wa? Ja. Alter, hier ist ein Amok-Zombie. Ja, das ist ein bisschen böse. Ach, geht schon. Keine Ahnung, Bär. Ja. Ich ganz gut drauf ein, also die Effekte sind aber auch hier. Gemacht. XP oder so hat die nichts gebracht und getroppt hat es auch nicht. Aber naja, gut. Doch, für mich schon. 78. Da ist eine, Leute, da ist eine Eisengroßachs blau drinne. Ich konnte das Ding auch nicht mal looten. Und ich glaube, es ist ein Stab für mich. Genau. Ein Schild brauche ich nicht, Krieger bin ich ja nicht mehr. Okay, eigentlich bin ich soweit fertig. Guck mal, ich muss nur noch. Meinen Stab. Oh, stimmt, sind ja schon Level 8, Alter. So, warte mal, gut, was wir machen. Überlebende. Ja, die sind in der Stadt. Nur was untersuche den verletzten Drache ist auch in der Stadt. Glaube ich. Nee, der verletzte Drache ist in, aber. Nö, da war in der Stadt. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Nein, ich weiß nicht. Ich hab die Quest vorhin erst gemacht. Gar nicht. Okay, die kann ich nicht abgeben bei dem. Getting around all right? So, ein Überlebensformu. Watch your back. Okay. Da am nächsten. Der Dorfbeamte. Make it quick. May you never fall. May you never fall. Ja, das ist auch nett, dass die NPCs unterhalten. Aber ich würde mich so mehr über so Tuscheln freuen, weißt du, so als Tuschelkulisse. So wie das in Terra ist, so. Oder alles klimpern und nuscheln und, weißt schon. Also so Marktplatz-Feeling. Marktplatz-Feeling hörst. Wirklich halt übelstes Leben. Weil die stehen ja rum, drehen sich mal den Kopf und kommen mal ab und zu eine Sprechblase. Wie könnt ihr aufhören, mich zu tadeln? Ich fühle mich schon dümmer. So, jetzt muss ich das letzte Formular und das war da unten. Was für ein Formular? Hä? Das sind die goldenen Fragezeichen auf dem Minimap. Du kannst auch die Minimap größer machen, wenn du ESC drückst, kannst du außen diesen gepunkteten Pfeil kannst du größer ziehen. Aber ich habe meine Map auch größer gemacht, weil das übelst anstrengend ist auf der kleinen Map. Und dann siehst du diese goldenen Fragezeichen. Mhm. Quatsche die geben dir das und fertig. Oh, okay. I think you're staring at me. Don't forget to stay focused. Jetzt gebe ich mal alles ab. Und durchgucke ich mal das Inventar. Lots to do and only a little time. Go with strength. Carla Rainmontio. What was that again? Great Dragons, be with you. Level 9. Bist auch schon Level 9. Gut. Dann die grüne Quest.
Hi. Keep your guard up. Okay, so muss. Ist schon rum. Ist schon rum. Na dann, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.